Beim landesweiten Ehrenamtstag in Mayen zeichnete der Südwestrundfunk ehrenamtlich tätige Menschen aus Rheinland-Pfalz für ihr Engagement aus. In einer Live-Sendung vom Marktplatz der Stadt Mayen wurden die diesjährigen Ehrensache-Preisträger vorgestellt. Im Vorfeld gratulierte Martin Seidler, Moderator der Sendung SWR Ehrensache, dem Oberbürgermeister der Stadt Mayen, Wolfgang Treis, zum 725-jährigen Stadtjubiläum. Innerhalb der Sendung bekamen die Preisträger ihre Auszeichnung aus den Händen der Jurymitglieder überreicht. Ehrenamtliche Projekte, aber auch die Ehrenamtler selbst haben dadurch große Aufmerksamkeit erfahren. Das können wir als Medium natürlich ganz anders als jeder andere. Einfach die Leute rausholen aus ihren Verstecken, wo sie Gutes tun, und ihnen eine große Bühne zu geben, so wie sie sie jetzt hinter mir sehen. Und da sind eben die Ehrenamtlichen für einen Abend lang mal ganz große Stars. Insgesamt wurden 5 Preise an diesem Abend vergeben. Darunter zum einen die Nachbarschaftshilfe, die Heinzelmännchen aus Ingelheim, der Verein Probare aus Trier sowie der Verein Medinetz aus Mainz. Den Publikumspreis erhielt Helmut Ermert aus Kirchen an der Sieg. Der Sonderpreis der Ministerpräsidentin ging an das multikulturelle Bandprojekt Chayan aus Kaiserslautern, ein etwas anderes Integrationsprojekt. Ebenfalls zu Gast in der Sendung war Comedian und Verstehen Sie Spaß-Moderator Guido Kanz, der sich an seinen ersten Besuch in Mayen zurückerinnerte. Ja, Mayen ist toll. Und ich bin nicht das erste Mal hier. Ich durfte im Jahr 1990 3 Monate meiner Bundeswehrkarriere hier in Mayen verbringen, die Grundausbildung in Kürrenberg. Und ich bin hier 1990 Weltmeister geworden, in Mayen. Da gibt es ja mal einen Applaus, da können Sie sich noch erinnern. In der ewigen Lampe. Ja, echt. Und ich habe mir heute überlegt, bei diesen tollen Leuten hier, das nächste WM-Endspiel, was ich mir in Mayen angucken werde, wird 2022 sein, bei der Winter-WM in Katar. Da ist nämlich das Finale am 4. Advent und das wird schön. Hier die Genovefa-Burg hinter uns, Glühwein beim Public Viewing. Das wird der erste Autokorso in Mayen, der von einem Streuwagen angeführt wird. Mit der Gruppe Glasperlenspiel sorgt auch eine bekannte Elektropop- und Singer-Songwriter-Band mit ihrem Auftritt für gute Unterhaltung beim Publikum, aber auch den Zuschauern zu Hause. Weitere interessante Filme und Hintergrundberichte zum Ehrenamtstag 2016 aus Mayen gibt es in Kürze bei Blick Aktuell TV.